Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Warum Mensch-Tier-Coach ein Beruf der Zukunft ist und es immer mehr von dieser Art braucht, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Also bleib dran, wenn du vielleicht selbst gerade ja so in der Frage bist, ob du dich beruflich umorientieren möchtest, ob du vielleicht einen anderen Job starten möchtest. Oder wenn du einfach mal mehr erfahren möchtest über das Berufsbild Animal Creation Coach bzw. Mensch-Tier-Coach. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und heute, wo ich jetzt gerade das aufnehme, morgen ist es dann schon einen Tag vorbei. Heute beginnt die neue Animal Creation Ausbildung, also eine Ausbildung, wo man lernen kann, mit Mensch und Tier zu arbeiten. Und ich dachte mir, ich könnte eigentlich auch noch mal wieder im Podcast darüber sprechen, was ist eigentlich mit diesem Berufsbild, was ich ein Stück weit mir selbst kreiert habe, natürlich auch andere, die das machen, und was aber trotzdem immer und immer wichtiger wird. Und ja, vielleicht hast du dich da auch schon gefragt, wird das wirklich gebraucht? Also wenn du jetzt selbst überlegst, vielleicht dich auch selbstständig machen zu wollen im Tierbereich, auch mit Mensch und Tier zu arbeiten und andere darin unterstützen zu wollen, noch mehr so das Vertrauen mit ihrem Tier zu stärken und sogenannte Probleme im Alltag, also zum Beispiel, wenn das Tier in die Wohnung macht oder wenn es nicht so gut klappt mit dem Gassigehen, mit den Hundebegegnungen oder wenn es beim Reiten oder einfach generell mit dem Pferd Probleme gibt. Vielleicht möchtest du da auch gerne andere unterstützen, aber hast noch so im Kopf, wird das wirklich gebraucht? Es gibt jetzt schon einige, die das machen, und soll ich da vielleicht auch noch mit anfangen? Ja, da möchte ich einfach mal so ein paar Zweifel aus dem Weg räumen. Also zum einen ist es sowieso so, egal was du machst, egal wie viel es davon schon gibt, schau dir an, wie viele Bäcker es gibt oder was auch immer in deinem Ort an jeder Ecke kommt. Es wird immer jemand gebraucht, der auch ein Stück weit wieder seine Energie da reingibt. Wir werden nicht alle die gleiche Zielgruppe haben. Ich habe andere Zielgruppen als meine Absolventen der Ausbildung, also wenn die dann selber eben als Coach arbeiten. Wir haben in der Tierakademie so viele unterschiedliche Experten, wo auch wieder verschiedene Menschen sich angesprochen fühlen. Also das sollte sowieso jetzt schon mal kein Hinderungsgrund sein. Aber ich möchte jetzt heute noch mal mehr so auf das Berufsbild eingehen. Und zwar, also erstmal noch mal kurz, was macht ein Mensch-Tier-Coach? Ich habe schon gesagt, es geht darum, Probleme zwischen Mensch und Tier zu lösen. Es geht aber auch sehr darum, eben nicht nur beim Tier hinzuschauen. Wir sind keine Tiertrainer. Wir werden nicht den Menschen sagen, wie sie ihr Tier in Anführungsstrichen erziehen sollen, sondern es geht wirklich darum, was kann ich denn als Mensch auch tun? Wie kann ich ganz entspannt sein? Was kann ich von meinem Tier auch lernen? Und wie kann ich aber mein Tier führen mit Leichtigkeit, mit Klarheit? Nicht, indem ich jetzt irgendwelche Trainingstipps ausführe, sondern indem das aus mir herauskommt. Allein durch meine Energie, durch meine Präsenz, durch meine Aufmerksamkeit. Und da darf immer auch in Kombination natürlich mit Tiertraining gearbeitet werden, auch wenn man zum Beispiel schon Hundetrainer ist. Ich habe viele Hundetrainer, die dann meine Ausbildung machen und das wunderbar sich ergänzt. Das kann man machen, muss man aber nicht. Genau, einfach nur so vorweggeschoben. Ja, und es wandelt sich sehr vieles in der Gesellschaft. Und meiner Meinung nach ist dieses Berufsbild jetzt genau passend für die wandelnden Bedürfnisse in der Gesellschaft zwischen Mensch und Tier. Lass uns das mal einen Bereich nach dem anderen anschauen. Also fangen wir mal an bei der Mensch-Tier-Beziehung. Danach werde ich was erzählen über uns Menschen und unsere Themen, unsere Herausforderungen in dieser Zeit und warum gerade da eben ein Mensch-Tier-Coach wunderbar unterstützen kann. Und als drittes natürlich auch Tiere und ihre Bedürfnisse und was sich da besonders auch wandelt in der letzten Zeit. Genau, also fangen wir an mit der Mensch-Tier-Beziehung. Das habe ich vor allem dann gemerkt, als ich angefangen habe, damals 2014 als Tierkommunikatorin zu arbeiten. Also damals habe ich eben übersetzt, was die Tiere so sagen, und ich habe immer gemerkt, es hilft nicht so viel, jetzt einfach nur die Bedürfnisse der Tiere zu wissen. Das ist schon mal super, es ist ein erster wichtiger Schritt. Aber es geht ja sehr um die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Und da muss man unterstützen. Auch all die Dinge, die da vielleicht so hängen, wo klassische andere Tierberufe nicht weiterkommen. Wir oder
Großteil der Menschen, sagen wir immer eher so, ich will nicht verallgemeinern, also ein Großteil der Menschen sieht ihre Haustiere nicht mehr als ich muss es erziehen, es steht unter mir, es ist so anstrengend. Natürlich gibt es auch noch eine andere Gruppe von Menschen, die das immer noch so sieht und die da voll drauf steht, wenn alles nur auf, ja, ich bin dominanter als der und ich muss die Rangordnung ausbalowern und so weiter. Das gibt es natürlich. Aber es gibt auch immer mehr Menschen, die wirklich sagen, nein, mein Tier ist mein Freund. Und das hat nichts damit zu tun, dass das Tier dir dann auf der Nase herumtanzt oder so anti-autoritäre Erziehung oder so. Gar nicht, sondern das hat damit zu tun, sich auf einer Ebene zu begegnen. Natürlich das Tier als Tier zu sehen, auch zu sehen, ja, ich muss zum Beispiel, ich bin verantwortlich für die Bedürfnisse meines Tieres, ich muss mich darum kümmern. Und dennoch auch zu sehen, ja, wo kann ich denn auch etwas von meinem Tier lernen? Also es ist wirklich, es ändert sich. Es ist ein Miteinander und es ist nicht mehr so eine, ich stehe da drüber und wir sind besser als die Tiere oder keine Ahnung was oder mein Tier muss dies und das und jenes alles können. Es geht mehr dahin zu schauen, wenn wir jetzt mal bei Hunden zum Beispiel bleiben, zu gucken, okay, was muss mein Hund denn wirklich können? Denn das ist natürlich auch wichtig, wenn er manche Dinge kann, wenn er Sitz und Platz, wenn er das vielleicht mal drauf hat, wenn es nötig ist oder wenn er zumindest mal herkommt, wenn, ja, wenn es einfach wichtig ist. Aber es ist halt nicht mehr so dieses, ich muss jetzt dies und das und jenes noch leisten mit meinem Tier. Mein Tier muss dies und das und jenes leisten. Es geht weg von der klassischen Hundeschule, vom klassischen Pferdetraining hin zu ja, einfach einem Miteinander, einem lockereren Miteinander sein und auch zu schauen, ja, wann brauche ich denn wirklich überhaupt noch einen Hundetrainer und wann nicht? Und wie arbeitet dieser Hundetrainer? Arbeitet der wirklich mit meinen Werten oder eben nicht? Und da können wir Mensch-Tier-Coaches auch so wunderbar ansetzen, weil wir auch mit Hundetrainern, Pferdetrainern zusammenarbeiten können, die schon den neuen Weg gehen. Also die mehr das Miteinander sehen, die auch sehen, dass wir Menschen einen großen Einfluss darauf haben, ob es unseren Tieren gut geht, ob unsere Tiere entspannt sind. Nämlich mit unserer Ausstrahlung, mit unserer Entspannung haben wir einen großen Einfluss. Und das sind halt auch die Hundetrainer, Pferdetrainer der neuen Zeit, die einfach wissen, es hat viel mit Mindset zu tun, wie entspannt, wie ruhig, wie klar bin ich als Mensch. Und die wissen auch, man muss den Mensch mitnehmen. Und dennoch ein Mensch-Tier-Coach geht noch weiter und arbeitet noch viel mehr mit dem Menschen in der Tiefe, was ein Hundetrainer so einfach nicht macht, weil er oder sie eben auf die Hunde spezialisiert ist und nicht auf die Hundemenschen. So, und ja, die Beziehung ändert sich. Ich habe schon gesagt, es geht mehr auf Freundschaft, es geht auch mehr mit der Frage, was kann ich denn alles noch von meinem Tier lernen? Was bringt mein Tier denn für mich mit? Welche Energien hat mein Tier, die es mir auch geben möchte? Und ja, dass da einfach auch gar nicht mehr die Tiere den Anspruch haben wie früher, ich hole mir jetzt einen Hund, damit der hier auf Haus und Hof aufpasst, allein nur deswegen. Manch einer hat vielleicht einen Hund, damit der auch aufpasst zu Hause und das ist vollkommen fein, aber das ist wahrscheinlich nicht die einzige Aufgabe. Und da kommen wir auch schon beim zweiten Punkt an, Menschen in ihren Themen zu unterstützen. Was ist denn eigentlich mit den Menschen gerade los? Vielleicht merkst du, ja, viele sind gestresst. Viele haben gar nicht mehr so viel Bock auf das klassische Leben, was wir so vielleicht ja, vorgelebt bekommen haben die letzten Jahrzehnte, dass es um jetzt nur um Konsum geht, dass es nur darum geht, ja, dass man vielleicht in der Stadt wohnt, dass man vielleicht ausgeht oder so, sondern es geht, den meisten geht es mehr um Ruhe, um Rückzug, um Entspannung, um Lebensqualität an sich und um Freundschaft, um Beziehung. Ich habe hier schon meinen Helfer, wer gerade das YouTube-Video schaut, der Loki, hilft total mit. Ja, wir schaffen uns teilweise Tiere an oder holen Tiere zu uns, schaffen an, ist ein blöder Ausdruck. Also wir holen Tiere zu uns oftmals auch, weil wir einfach Gesellschaft haben wollen, weil wir Ruhe und Entspannung in den Tieren finden können. Die Freundschaft, die Liebe, die Dankbarkeit. Er guckt mich voll an die ganze Zeit, ne? Ja, du bist auch bei mir, weil du mein Freund bist, ne? Ja, und ja, auch weil viele Menschen ein Stück weit
einen Sinn suchen in ihrem Leben und sie einfach merken, wenn ich ein Tier an meiner Seite habe, dann werde ich nicht bewertet. Wenn ich ein Tier an meiner Seite habe, dann habe ich immer jemanden da. Also klar, natürlich ist es, manchmal muss man ein bisschen gucken, dass es nicht ungesund wird, in dem Sinne, das Tier soll jetzt keinen Menschen ersetzen oder kein Kind. Das ist klar. Und dennoch ist einfach so in den letzten Jahrzehnten, dass die meisten Menschen doch eher alleine leben oder keine Kinder haben und das einfach total genießen, wenn ein Tier an ihrer Seite ist. Und viele sind eben auch gestresst, viele haben Burnout. Generell sind da viele Beziehungsthemen eben auch dahinter, ne? Und das alles sind so Themen, da kann ein Mensch-Tier-Coach wunderbar ansetzen. Denn diese Strukturen, dieses Gestresstsein, ich bin vielleicht auch ein bisschen unzufrieden mit meinem Job, mit meinem Leben, ich fühle mich manchmal einsam, ich habe vielleicht auch bestimmte Beziehungsthemen wie Angst vor verlassen werden oder was auch immer, die projizieren die Menschen auf ihre Tiere ein Stück weit. Manch einer mehr, manch einer weniger, aber es zeigt sich dann einfach im Umgang mit den Tieren. Die Tiere bekommen das alles mit. Sie bekommen unsere Anspannung mit. Sie bekommen es mit, wenn wir unzufrieden sind in unserem Job, in unserem Leben. Sie bekommen es mit, wenn wir Angst haben, alleine zu sein oder was auch immer dafür Muster dahinter sind. Und das wird sich dann im Umgang meist zeigen. Also, dass das Tier irgendetwas macht, was es nicht soll, wo es vielleicht auch schon weiß, dass es das nicht machen soll. Wenn zum Beispiel deine Katze auf jeden Fall stubenrein ist, aber plötzlich anfängt zu markieren, sie weiß, wo das Klo ist, sie kann es auch benutzen. Du hast vielleicht schon mit einem Katzentrainer geguckt, dass auch genügend Klos vorhanden sind, dass wirklich alles von der Haltung her soweit stimmt für dein Tier. Aber dein Tier macht es halt trotzdem. Und da zeigen sie uns oftmals unsere Themen auf. Nicht, weil sie jetzt irgendwie alles besser wissen oder hier der Riesencoach sind, sondern weil sie einfach unsere Energien mitbekommen. Weil sie unsere Themen, sie sind die ganze Zeit denen ausgesetzt, in dem Sinne, sie verbringen so viel Zeit mit uns. Und das zeigen sie uns auf. Da habe ich ja schon ganz viele Podcast-Episoden gemacht, was Tiere uns zeigen, was Tiere über Menschen denken, wie Tiere im Umgang mit uns sind. Also hört ihr das ruhig auch nochmal an. Und ja, genau an dem Punkt kannst du als Coach ansetzen. Wenn ein Trainer oder sonstiger Experte nicht weiterkommt, weil das einfach Themen sind, die die Menschen mitbringen, die die Menschen auf ihre Tiere projizieren. Angst, oh, was ist, wenn mein Tier stirbt? Was ist, wenn mein Tier krank wird? All diese Dinge kann man wunderbar im Coaching dann erkennen und auflösen. Und ich glaube, das wird nicht unbedingt weniger in den nächsten Jahren. Also viele Menschen sind gerade ein Stück weit verzweifelt, leider, also ich meine, ich finde es jetzt auch nicht toll, aber suchen vielleicht auch mehr nach Freude oder suchen mehr nach dem Sinn in ihrem Leben, merken, sie sind unzufrieden, wenn es jetzt zum Beispiel nur darum geht, Geld zu verdienen, sondern sie möchten wirklich einen Sinn, eine Aufgabe haben und das ist sehr häufig, dass ihr eigenes Tier ihnen da so viel mitgeben kann und dass auch hinter diesen scheinbaren Problemfällen ganz viel andere Dinge stecken. Also wenn zum Beispiel ein Tier immer wieder krank wird, dass du dann voll in deine Kraft kommst, nach Alternativen zu suchen, wenn es vielleicht auch beim klassischen Tierarzt nicht weitergeht oder du da schon einige Therapien ausprobiert hast mit deinem Tier und dann fängst du an, dich selbst fortzubilden, wirst vielleicht selbst Tierheilpraktiker oder was auch immer oder findest eine ganz andere Tierberufung. Ich werde dir die ganze Zeit beobachtet. Na, Loki? Also er sagt auch, er freut sich, wenn das einfach noch mehr in die Welt kommt und noch mehr Menschen ihren Beruf leben. Und bei mir war es tatsächlich ja auch so, ich bin über meine Katzen auf meine Berufung gekommen. Nur kurzer Einschieber, wer das noch nie gehört hat. Ich habe ja Tierkommunikation nur wegen meinen Katzen gelernt, weil ich einfach die verstehen wollte. Und da kam schon so viel im ersten Kurs, wo ich Teilnehmer war, von dem, dass ich einfach dachte, wow, das ist unglaublich. Und ich habe dann gemerkt, das ist voll meins. Ich will unbedingt mit Tieren arbeiten. Das war vorher nie auf meinem Schirm, dass ich das irgendwie machen würde. Und meine Katzen haben mir immer wieder so dieses
diese Energie mitgegeben, dieses Selbstvertrauen. Ja, geh deinen Weg, mach das, mach noch mehr und freu dich und trau dich und zeig das auch anderen Mensch-Tier-Menschen und anderen Mensch-Tier-Teams, dass sie auch so eine tolle Verbundenheit haben können, wie wir das haben. Genau. Okay, also das war der zweite Punkt. Menschen und ihre Themen verändern sich und da wird oftmals ein Coach gebraucht, eben auch in der Verbindung zwischen Mensch und Tier. Und der dritte wichtige Punkt. Was verändert sich in der Haustierwelt, sage ich jetzt mal so? Einerseits, ja, in der Tierwelt an sich tut sich ganz viel. Auch da ist es wichtig, Botschafter zu sein für Tiere, auch für Wildtiere. Das natürlich immer auch noch nebenbei. Darauf fokussieren wir uns jetzt hier nicht so sehr in dieser Episode, weil es jetzt mehr um Haustiere geht, um Menschen. Ja, und was tut sich in der Haustierwelt? Also, es gibt immer mehr Tiere aus dem Tierschutz, Tiere, die vielleicht von der Straße gerettet wurden und ja, vielleicht auch Tiere aus sogenannten Qualzuchten, denen es leider nicht gut geht, also die einfach ausgebeutet wurden von Menschen, leider. Und sie landen aber eben dann ja doch bei uns zu Hause. Und ja, sie bringen eine gewisse Geschichte mit. Das sind keine unbeschriebenen Blätter. Die haben vielleicht ein Trauma, die haben Ängste. Was auch immer sie mitbringen, wovon man manchmal gar nichts am Anfang weiß und dann hinterher merkt, oh, das war jetzt aber ein Überraschungsei. Also das Tier hat ja vielleicht doch viel mehr Themen, als ich mir das erst gedacht hätte, aber nur deswegen will ich es ja nicht abgeben. Auch dazu, wenn du das Thema hast, dass du da sehr verzweifelt bist mit deinem Tier aktuell, dann hör dir gerne nochmal die letzte Episode an. Da bin ich ja auch auf das Thema eingegangen. Was tun, wenn ich dann erstmal überfordert bin mit meinem Tier und denke, ich müsste es abgeben. Aber kommen wir nochmal zurück. Also es gibt viele Tiere, die eben Themen mitbringen oder wo sich Themen zeigen und wo es jemanden braucht, der weiß, wie man auch mit traumatisierten Tieren arbeitet. Also wenn Tiere Angst haben, wenn Tiere Traumata haben, das ist die Arbeit eines Mensch-Tier-Coaches. Da können wir wunderbar ansetzen. Also mit Trauma. Da gebe ich immer ganz viele Infos auch raus in der Ausbildung, wie man das sanft lösen kann. Und da kommst du einfach mit klassischem Training oftmals gar nicht weiter. Du kannst natürlich ein Tier konditionieren, dass es auf gewisse Reize anders reagieren kann, also dass es nicht mehr so Angst hat davor, in dem Sinne von, wir üben jetzt was Neues ein. Aber meiner Meinung, meiner Erfahrung nach, hilft das nur, wenn das Grundthema darunter gelöst ist, weil sonst ist es einfach nur, ja, wir üben jetzt mal zu lächeln sozusagen oder wir üben jetzt mal dies zu machen, das zu machen. Einerseits ist es gut, neue Erfahrungen auch zu machen und zu sehen, guck mal, ich muss gar nicht mehr Angst haben, zum Beispiel, wenn Silvester, wenn es knallt, können wir auch jetzt ein anderes Verhalten wählen als bisher. Aber gleichzeitig, es bringt halt viel, viel mehr, wenn man versteht, warum hat denn das Tier genau vor dem Knallen Angst? Und wie können wir dieses Grundthema dahinter lösen? Ja, und dann gibt es natürlich gleichzeitig auch immer mehr Tiere, die Krankheiten entwickeln, sogenannte Zivilisationskrankheiten, chronische Krankheiten. Und da kann einerseits schlechtes Futter dahinter stehen oder dass sie sonst irgendwie nicht artgerecht gehalten werden. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Das ist allerdings auch ein Mensch-Tier-Coach, arbeitet ganzheitlich. Also wir ziehen sowieso im Zweifel Tierärzte oder eben ja, sonstige Experten mit hinzu, vielleicht auch Futterberatung, was auch immer da gerade passt und angebracht ist. Und es gibt aber auch eben immer mehr Tiere, die diese chronischen Krankheiten entwickeln, eben weil sie so eng bei uns Menschen sind, weil sie ein Stück weit Themen auch aufgreifen, die wir Menschen haben, weil vielleicht auch einfach Stress im System ist. Also wenn zum Beispiel der Mensch Stress hat, dann kann es auch sein, dass das Tier schnell Stress hat. Und da dürfen wir auf jeden Fall auch gucken. Oder wenn irgendwas in der Herde oder im Rudel nicht passt, auch dann ist es wunderbar, als Mensch-Tier-Coach da zu gucken, ja, was ist denn da eigentlich los? Was ist unter den Tieren? Welche Themen sind da? Und dass wir diese Stressfaktoren und das Psychische drumherum, dass wir das verändern können, dass wir die Energien verändern können, sodass diese Tiere ein langes, gesundes Leben, wenn möglich, haben können. Oder dass sie zumindest wieder in ihre Kraft kommen und sich erholen können. Und da ist meiner Meinung nach
immer Bedarf. Also es wird auch diese Probleme sozusagen werden jetzt nicht von alleine geringer. Es wird immer mehr Tiere auch geben, die eben schon eine gewisse Geschichte mit sich bringen. Und da jemanden zu haben, der wirklich das Tier versteht, der die Bedürfnisse des Tiers versteht und der das auch weitergeben kann an die Menschen, das ist unbezahlbar. Und noch ein Bonus, den du hast, zumindest wenn du Animal Creation Coach wirst. Ich weiß nicht, wie andere das machen in ihren Ausbildungen. Also bei uns ist es ja so, wir geben auch den Menschen immer noch Tools mit, wie sie mit sich selbst arbeiten können, sodass sie wirklich ihr Tier noch besser verstehen, auch selbst. Also, dass es nicht nur darum geht, jetzt muss immer jemand übersetzen, was das Tier braucht, sondern es geht darum, wie kannst du selbst einen intuitiven Zugang bekommen zu deinem Tier? Wie kannst du selbst verstehen, was dein Tier braucht? Wie kannst du sehen, wie deine Ausstrahlung auf dein Tier wirkt und auch auf jedes andere Tier? Und wie kannst du, wenn du zum Beispiel Ängste hast, wenn du Unsicherheiten hast, wenn du gestresst bist, wie kannst du das in dem Moment schon wandeln, sodass das Tier gar nicht ein Stück weit davon beeinflusst ist? Oder dass das Tier wirklich sogar sieht, also wenn es jetzt zum Beispiel ein ängstliches Tier ist, dass du sogar noch Entspannung und Vertrauen ausstrahlst. Und ja, das ist halt die Magie. Und das sind eigentlich die Dinge, die jeder Tierhalter in der heutigen Zeit wissen müsste. Und da könnte man sich so viele Probleme ersparen oder man könnte auch sogenannte Probleme vielleicht nochmal mit anderen Augen sehen. Also, dass man sieht, okay, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn mal mein Tier gerade nicht hört oder wir finden einen Weg oder ich sehe einfach jedes Problem wieder als eine Chance, eine Möglichkeit, noch mehr über mich und mein Tier zu erfahren. Ich kann nur sagen, es ist eines der schönsten Jobs oder wie auch immer du das nennen möchtest, Berufung, die man haben kann. Es ist nie gleich, es ist immer anders. Du wirst viele Mensch-Tier-Teams kennenlernen, du wirst viel Neues erfahren. Ich habe schon so viel auch Neues über die Tiere erfahren in den letzten Jahren, was ich vorher nicht wusste. Und es ist einfach schön, diese Möglichkeit zu haben, mit jedem Tier sich verbinden zu können, mit jedem Tier sprechen zu können, das dir begegnet. Und ja, es ist einfach, also wenn dich das ruft, kann ich dich nur ermutigen, geh deinen Weg. Vielleicht möchtest du ja auch noch einsteigen in die Ausbildung. Wie gesagt, die hat jetzt gerade begonnen, aber man kann noch im Oktober einsteigen, das ist kein Thema. Da kann man ganz schnell die Dinge noch nachholen, die bis jetzt gelaufen sind. Und ja, also wir haben die Ausbildung noch ein bisschen erweitert. Schau einfach mal auf der Seite nach, wenn dich das interessiert. Ja, und ansonsten, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre noch bringen, welche Themen wir dann noch entdecken werden und was ich auch noch Neues lernen darf von den Tieren, von den Menschen und wie viele Menschen wir noch inspirieren dürfen, auch diesen anderen Weg mit den Tieren zu gehen, ohne Druck, ohne Zwang, aber voller Vertrauen. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen, dieser kleine Einblick. Und ich wünsche dir und deinem Tier jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns bald hier wieder. Bis dann. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal. Wie das geht, erfährst du in der Infobox. Weitere Gratis-Inhalte gibt es auch in unserer Seelenfreunde-Tier-App, die du ab jetzt in allen App-Stores findest.